Ja, Thema heute, bilde keine Identität um dein Trauma. Also es gibt ja immer wieder so Begriffe, die durch die Gegend geprügelt werden. Also, weiß nicht, früher war es mal Borderline, dann ADS, Hochsensibilität. Und manchmal habe ich das Gefühl, das Trauma auch so ein Begriff wird irgendwie. Und nicht, dass es das nicht gibt. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit. Also ich weiß, es gibt verschiedene Definitionen von Traumata, müssen wir jetzt nicht alles rausgraben. Aber wenn ich persönlich an Trauma denke, denke ich immer, Gott, Soldaten aus Afghanistan, die gesehen haben, wie ihr Kumpel in die Luft geflogen ist neben denen oder, keine Ahnung, ein Unglück beobachtet haben oder, weiß ich nicht, denk gerade jemand, den ich kenne oder früher mal gekannt habe, der ein Bein verloren hat und so. Und ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, diese Begriffe zu verwenden auf, ja, ich hatte eine schwierige Kindheit. Natürlich kann das für ein Kind traumatisch sein, weil für ein Kind, ja, das kennt ja die Welt nicht, sieht nur, was es jetzt sieht, ist vielleicht, also es fühlt sich vielleicht total beschissen. Aber trotzdem kann das natürlich im Einzelfall sein, dass Kindheiten, also natürlich heute auch noch super traumatisch verlaufen, ist überhaupt keine Frage so. Aber ich finde, das ist so mit so vielen Begriffen, wo ich das Gefühl habe, die werden so entwertet, wenn wir die für alles Mögliche verwenden, so, ne? Also, keine Ahnung, finde ich auch bei diesen ganzen Gender-Begriffen und so, habe ich mir das Gefühl, die Leute, die da wirklich ein Thema mit haben, die werden so ein bisschen entwertet dadurch, dass man so suggeriert, wir alle haben diese ganzen Probleme und jeder hat Trauma-Probleme und ich weiß nicht was. Und also ich merke, für mich ist das immer mehr so unstimmig. Also natürlich, wenn jemand jetzt vor allen Dingen, finde ich, ein erworbenes Trauma hat und Flashbacks und ich weiß nicht was alles, natürlich, da macht man Therapie oder spezielle Traumatherapie gibt es ja auch. Und aber ansonsten finde ich schwierig, und wenn es für dich stimmig ist, dann mach, was du da machen willst, aber ich finde es schwierig oder ungünstig und manchmal kontraproduktiv, wenn man so eine Identität darum bildet, und das passiert ja oft bei Traumageschichten, eine Identität darum bildet, ich bin Opfer in jeder Hinsicht, das ist mal, und klar, man ist manchmal Opfer, das sollte man auch nicht kleinreden, so, ne? Aber wenn ich das so einbaue, meine Persönlichkeit als einen integralen Persönlichkeitsbestandteil, ich bin Traumaopfer oder ich bin Opfer meiner Kindheit oder keine Ahnung, weil Papi immer in der Kneipe gesessen hat, bin ich jetzt bis ans Lebensende Trauma, so, ne? Habe ich sozusagen so eine Traumageschichte und boah, das finde ich, kann man machen. Also wenn das für euch, wenn das für jemand stimmig ist, macht es. Ne? Aber ich finde es schwierig, sag auch warum, weil alles, was wir fokussieren, so, ne, zu sehr fokussieren oder uns mit identifizieren vor allen Dingen, ne? Natürlich muss man negative Gefühle auch zulassen, anschauen, umarmen, aber dann auch loslassen, so, ne? Und alles, was ich so als Bestandteil einbaue in meine Identität, das ist ein Teil von mir, das ja, das beeinflusst mein ganzes Denken, meine Glaubenssätze so und das bringt dann auch in Gefahr, dass man weiter blöde Situationen erlebt, was ja auch wirklich passiert, wenn Leute ja, klar, in der Kindheit oder auch später traumatische Sachen erlebt haben, dass sie manchmal dann nochmal, weiß ich nicht, nochmal wie so eine Art Wiederholungszwang nochmal so Sachen erleben und da kann ich natürlich immer sagen, ja, die erleben sie, weil da draußen nur böse Menschen rumrennen und die ganze Gesellschaft böse, ist ja auch eine Wahrheit. Das kann auch eine Art Wahrheit sein, klar. Aber ich kann auch, ich möchte ja immer wieder, das ist meine Mission, Menschen so zu bringen, ja, komm in deine Gestalterkraft, komm in deine Schöpferkraft, übernimm komplette Verantwortung für dein Leben, das ist so meine Message. Und ich kann immer wieder sagen, ja, okay, ich habe vielleicht bescheuerte Sachen erlebt, aber ich nutze die für mich. Ich nutze die, um noch besser zu gestalten. Ich nutze die, um noch mehr voranzukommen. Ich wage auch mal zu überlegen, hat vielleicht diese Sache, die ich als Trauma bezeichne, hat die mir vielleicht einen richtigen Push gegeben,
dass ich jetzt so richtig geil durchstarte, noch mehr in meine Kraft komme, noch bessere Grenzen setzen. Und klar, sagt man dann immer, ja, trotzdem hätte ich das gerne erlebt ohne diese Erfahrung, klar. Aber und selbst wenn ich sage, ja, es war einfach Pech und ganz schlimm und was weiß ich, würde ich trotzdem sagen, bau das nicht in deine Identität ein und sag, hey, ich kann mir eine Zukunft schaffen, wo ich solche Sachen nicht mehr erlebe. Ne? Und ich muss nicht warten, dass dafür Partei XY gewählt wird, dass die Aliens runterkommen, dass, weiß ich nicht, diese und jeder, jene Petition unterschrieben wird oder nicht unterschrieben wird, sondern ich kann mir das direkt jetzt und hier, kann ich mir anfangen, das zu erschaffen, dass ich in einer Blase lebe, wo das nicht mehr passiert. So. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man diese Sachen nicht, was finde ich, viel passiert gerade so in seine Identität einbaut und sich so, ja, sozusagen, ich bin nicht nur, ich bin trag Fußballtrikots, bin gut aussehend und ein geiler Typ, sondern auch noch, ja, und ich bin Traumaopfer. Und also ich hoffe, ihr versteht das jetzt nicht falsch. Natürlich, je nachdem, welcher Phase man da ist, braucht man natürlich Hilfe. Es ist natürlich richtig, sich als Opfer zu fühlen. Aber so, wenn ich das so meinen längeren Zeitraum einbaue in meine Identität und sage, ja, das ist jetzt, was mich integral ausmacht, dann kriege ich echt ein Problem. Ne? Dann kriege ich echt ein Problem und mindere mich in meiner Schöpfer- und Schaffenskraft. Das ist meine Meinung. Deswegen wäre ich wirklich vorsichtig, so über einen langen Zeitraum seinen Lebensinhalt damit zu bringen, so sozusagen, das ist jetzt meine, weiß ich nicht, das ist jetzt mein Anziehungspunkt. Finde ich echt schwierig, ne? Weil auch die Vergangenheit, es gibt keine fucking Vergangenheit und die Zukunft ist auch noch nicht da, so, ne? Es ist wirklich nur, was in deinem Kopf passiert und der Ansatzpunkt ist immer im Hier und Jetzt und was passiert ist, ist passiert, es ist vorbei irgendwie so, ne? Und du kannst natürlich das immer wieder hochholen und raufholen und nochmal, und wenn es von selber hochkommt und du, wie gesagt, du Flashbacks hast und was weiß ich, dann musst du dich natürlich darum kümmern, dann musst du Therapie machen und was weiß ich, aber ansonsten wäre ich wirklich vorsichtig, ja, da so einen Riesen, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie das ein Wort ist, da also so viel Energie reinzugeben und meine ganze Identität umzubauen, das würde ich nicht machen. So, ne? Ja, das war so das Wort zum Tage. Was gibt es noch zu so erzählen? Ich hoffe, dass da die libysche Podcast-Geschichten, dass ich die jetzt bald mal verkünden kann und weitere Sachen und dann arbeiten wir. Ich freue mich auch über Feedback zu den Themen, Lesungen, Bootcamps und Live-Veranstaltungen, wie ist euer Bedarf da so? Schreibt das gerne mal oder kommentiert das hier unten drunter, weil wir gucken gerade, jetzt sinken ja die Inzidenzen der unter 35. Wo stehen wir da jetzt? Können wir schon was planen wieder? Und wenn wir noch mal ein bisschen hören, wieso der Bedarf ist, auch so Bootcamp, libysche Party, Lesung, was weiß ich, das beeinflusst sicherlich auch unsere Planung. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.